Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zurück hier am Schrein von Merunes Dagon. Dagon, was auch immer. Diesem dädrischen Prinzen. Oh, jetzt bin ich in seinem Ohr stecken geblieben. Wir wollen runter zu Silos. Ich kam wohl aus der falschen Richtung. Okay. Jetzt gucke ich mir den nochmal von vorne an. Hallo. Der hat vier Arme. Wo ist Lüdi? Merunes Dagon, Fürst des Wandels. Wir haben euch eure Klinge gebracht. Wir bitten euch, bringt ihre Pracht und Herrlichkeit erneut nach Tamriel. Es funktioniert nicht. Warum versucht ihr es nicht? Legt ja einfach eure Hände auf den Altar. Okay. Ihr Sterbliche, ihr seid würdig, dass ich zu euch spreche. Und warum er nicht? Ihr habt die Stücke meiner Klinge für euch in Anspruch genommen. Es war amüsant, dieses Spiel zu beobachten. Okay. Aber Dagon ruft keinen Sieger aus, während noch eine Schachfigur im Spiel ist. Ja. Tötet Silos. Er und seine Familie haben ihren Zweck erfüllt. Nur Dagon kann entscheiden, ob es sich lohnt, eine bloße Schachfigur zu behalten. Okay. Ich habe gesprochen. Tötet ihn. Nehmt eure rechtmäßige Stellung als mein Champion ein. Oder okay. Ich werde euch zermalmen. Du hattest mich bei Champion. Halt, halt! Bringt mich nicht um! Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ah, du hast mitgehört. Ich kann die Teile zurück in mein Museum bringen und sie in einer Vitrine unter Verschluss halten. Ihr erhaltet eine großzügige Menge Gold. Ich kann meine Sammlung vervollständigen und niemand muss sterben. Dagon hat gesprochen. Gut, ich werde nicht ohne Kampf sterben. Ihr hättet... Wow. Ein Wölfchen. Ein Milchkrug. Die Robe kann er anlassen. So. Muss ich nochmal mit dem Typen da reden? Aber ich will vorher den Milchkrug trinken. Ja, wo ist der? Ist er bei Essen? Ich bin erfreut, Sterblicher. Ich gebe euch meine Klinge. Ja! Benutzt sie, um Zerstörung über Tamriel zu bringen. Sehr schön. Ihr wart ein nützliches Werkzeug. Ich will es jetzt nicht riskieren, ihn noch zu beleidigen. In meinem Namen Zerstörung über die Welt. Jawohl. Legt eure Hände ein letztes Mal auf meinen Altar. Dann werdet ihr die Macht von Merunes Dagon selbst erfahren. Okidoki. Kann ich dir da auch schweben lassen? Bestimmt. Bevor ihr geht, Sterblicher, eine letzte Herausforderung. Echt jetzt? Ah, stimmt, meine Waffe ist schon verzaubert. Immer diese Dremora. Was heißt hier wenn, Lüdi? Wir müssen die auf jeden Fall umbringen. Arg viel machen die aber gerade nicht. Nein, 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 nein. Ah, durchsuchen die. Schlüssel und den Streitkolben nehme ich auch mit. Weil, warum nicht? Der ätrische Streitaxt des Feuers. Meins. Lüdi, ich hab glaub was für dich. Ich gebe euch Deckung. Und zwar eine neue Waffe.
Wie kann ich euch dienen, Tane? Indem du... Wo ist denn deine Waffe? Da. Ja, damit. Du kriegst von mir... den da. Dann mal los. Den können wir da liegen lassen. Auf in den Schrein. Was? Ja, was? Mensch. Was denkst denn du? Oh. Halt, ich hatte hier noch... Ups. Starkes Gift. Okay. Okay. Das sind voll die Roboter so. Eindringling, ich muss töten, Schwäche. Ich will nicht den töten. Sondern seinen Kameraden. Du riechst gar nichts. Und wenn, dann ist er dir zuerst rausgekrochen. Wieder ruhig. Wow, der bemerkt mich nicht. Ein Herausforderer ist in der Nähe. Das ist ja wirklich voll der Roboter. Wie gesagt, wer ist zuerst Roch? Ach Mann. Das sind schon ein bisschen so wie ein T-Rex. Im Sinne von... voll die Kampfmaschinen, aber auch gleichzeitig so... Ich rieche Schwäche. Und dann auch so, solange es sich nicht bewegt, sehe ich es nicht. Ein Herausforderer ist das. Boah. Wow. Okay, Lili, du kümmerst dich um den einen. Ach, Mann. Wir hatten ihn. Und dann jagt er uns hier alle in die Luft mit seinen Bomben da. Ein was? Kann ich mir schreien? Jetzt kann ich wieder schreien. Nehme ich. Was hat's denn hier? Katalog der Waffenverbesserung. Okay. Oh, Ebenerz. Gold. Da liegt doch nochmal Gold. Guck mal, da. Im Schnee. Warum kann ich nicht mehr schreien? Mein Schrei ist auch hier wieder weg. Was soll denn das? Schreie. Wie, ich setze meinen Schrei noch ein. Okay. Okay, was hat's hier noch so? Eine leere Urne. Gold. Eisenstiefel. Das ist ja Schwachsinn. Eine Truhe mit Gold. Noch ein Mehl, Rostsalze. Ah, das ist okay. Glühstaub. Und ein Stahlhelm. Noch mehr Gold. Großer Seelenstein. Helm. Okay. Feuerblitz. Den kann ich, glaube ich, noch nicht. Ja, jetzt kann ich ihn.
jetzt da drin? Gold. Okay, und jetzt die große Truhe. Oh, Dagon. Na ja, gut, das war jetzt auch nicht unbedingt so krass. Jetzt die Beute. So, können wir wieder rennen. Kann man sich Lydia nichts geben und auf die 50 Goldtaler. Ja, die ignoriere ich jetzt einfach mal. Sagen wir es mal so. Wenn überhaupt so viel. Okay, achso. Der Dolch. Genau. Wo ist er denn da? Der hat die Möglichkeit, mit geringer Wahrscheinlichkeit, egal welchen Gegner, zu töten. Da ist die Treppe. Ich würde gerade sagen, obwohl ich hier oben bin, sehe ich immer noch keinen Weg hierher. Wenn wir also mit dem Dolch zuschlagen, kann es sein, dass er ab irgendeinem gewissen Punkt der Gegner einfach zusammenbricht und tot ist. Und zwar komplett tot. Okay, an den Altar könnte ich auch noch. Andererseits will ich will eine Mission machen. Die Guldur-Legende vielleicht, aber dazu muss ich ins College. Muss ich mich einschreiben, da muss ich ja was lernen. Lucan oder Beletor? Lucan. Nee, halt, ich kann ja jetzt alles verkaufen. Bei allen Händlern. Dann gehe ich hier zur Adriane. Weil die hat mehr Geld als Beletor. Ganz einfach. Ihr seid werft einen Blick darauf. Genau, die hat nämlich 1140. Nicht, dass es genug wäre, aber es ist immerhin besser als die anderen Leute. Was ist denn das hier? Das ist die Verzauberung wahrscheinlich. Kriegsaxt. So, Kleidung. Ah, perfekt aufgegangen. Bis zum nächsten Mal. Jo, ciao. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ich zeige euch das kurz. Mit dem Dolch. Also ich mache immer noch nur Schaden, 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 Schaden. Okay. Also ich bin tot, aber ich wollte ja eh neu laden. Es ist okay. Halt nicht rein. Oh, ich habe hier einen Shop noch aufgemacht. Also er hat kein Geld mehr. Ach, weil ich nicht neu geladen habe, okay. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Wo ist sie? Jetzt ist sie wieder. Jetzt ist sie da. Bei dir kann ich doch auch noch Zeug verkaufen, oder? Die besten Waffen und Rüstung. Ja, guck mal. Kleidung. Alles weg da. Auch dieses... Ja, das Tarmor-Ding noch nicht. Hier noch irgendwas Billigeres, das da... So, jetzt speichern wir. Jetzt ist er ist resettet und sie glaube ich nicht. Wir haben Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Hey, er verkauft immer Pfeile. Eisenhände. Habe ich ihm das nicht mal verkauft? Schleichen. Elfenstiefel des Schleichens. Was habe ich gerade? Einfach nur normale Stiefel. So, alles weg. Also gut. Seht an. Probieren wir nochmal. Ihr seht aus als... Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Ich müsste eigentlich was kaufen. Einhändige. 30% mehr Schaden, was habe ich gerade? Zweihändig.
Ja, es bringt eigentlich nichts, was ich da anhab. Dann kaufe ich mir die Zwergenhandschuhe. Verkaufe dafür die Axt jetzt. Da ist ja jetzt Geld da. So. Bis zum nächsten Mal. Halt. Objekte, Kleidung, da wechsle ich kurz in die Handschuhe, die mir auch was bringen. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Und verkaufe ihm die anderen. Die hier. Bis zum nächsten Mal. So, und jetzt mal gucken wir nochmal. Vielleicht hat er noch was Cooles. Zerschmetter. Wollt ihr euch schützen? Zerschmetter. Oder Schaden austeilen? Ich möchte Schaden austeilen. So, was hat er noch? Ich kaufe mal das alles. Kann ich mir das Ding jetzt schon verkaufen? Ja. Perfekt. Redekunst auf 55. Lüdi, hast du noch was? Hinter euch. Ich stehe zu eurer Verfügung. Du hast den Helm. Und den Bogen, aber den Bogen brauchst du ab und zu. Ah, deinen Helm verkaufe ich auch nochmal. Werft einen Blick darauf. So, perfekt. Mhm. Dann flitzen wir kurz hoch in die Hauptstadt, in die, ja, zum Verzaubern. Aber dann packe ich nämlich noch einen Zauber auf meine Stiefel. Und vielleicht auch noch auf andere Gegenstände, wo ich noch nichts drauf habe. Müsste ich mal gucken. Ich habe darauf gepasst. Dass die einem immer so Zeug vorwerfen. Lieber Arkane, Verzauberer. Entzaubern kann ich nichts, aber ich kann verzaubern. Und zwar Stiefel. Mehr Ausdauer. Hört ihr das im Hintergrund? Das mag sein, aber trotzdem werde ich nicht aufhören, es zu versuchen. Irelit hat gerade den Jarl zusammengeschissen, weil der saufen war. So, was können wir hier noch so machen? Ist nicht hier das teuerste. Auch wieder schleichen, ne? 2100. Ich will ja auch was davon haben, dass ich hier was verzauber. Seelenstein. Nehmen wir den da. Das kann ich auch noch verzaubern. Auch noch mit Schleichen natürlich. Zack. So. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Wie viele Was benötigt Spione, ihr? Saboteure und Attentäter wollen unsere Feinde Wenn dennoch... Mich jetzt wir können uns würde. Niemals aus... Okay. ...denn Wahlgroofs Feinde... Du hast keine Stadt zu führen, du warst saufen und wurdest davon gerade noch von deiner Mitarbeiterin zusammengeschissen. So, wo wollen wir hin? Wir wollten an die Magierfeste... Oder, ja, ans College. Meint ihr, wir sollen denen sagen, dass wir den Typen gefunden haben, der das College zerstört hat? Und meint ihr, wir sollen ihm sagen, dass wir den schwarzen Stern dabei haben? Das hier ist übrigens das College. Das ist die... Überquert die Brücke. Der Weg ist gefährlich und das Tor wird sich nicht öffnen. Okay. Ist er jetzt echt offen? Oder ist. Bin ich gerade an hier vorbeigekommen oder was war das? Ne, das Tor ist zu, ne? Ja, das Tor ist zu. Okay, dann muss ich die Prüfung doch bestehen.
Was muss ich machen? Ich hoffe, dass... Also ich muss... Wenn ihr aber auf der Suche nach mehr seid, werde ich euch gern behilflich sein. Scheiße, da ist ein Kurier. Ich bin hier um... Und wenn meine Anwesenheit... Lass mich rein. Die wichtigere Frage lautet... Ich will beitreten. Vielleicht. Aber was erwartet ihr darin zu finden? Ich will andere beugen. Die Schule der Illusion. Es sieht so aus... Nicht jeder erhält... Ein kleiner Test, wenn ihr so wollt. Okay. Ausgezeichnet. Der Feueratronach ist ein wichtiger Begleiter für jeden, der sich auf Beschwörung verlässt. Nein? Nun, wenn ihr glaubt, dass ihr... Oder ihr versucht euer Glück bei einem der Hofzauberer im Himmelsrand. Sie verkaufen auch Zauber. Hier, bitte. Ich habe nach euch gesehen. Nein, er hat mich erwischt. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Ja. Ich habe nach euch gesucht. Jetzt sag doch, was hast du? Eine Notiz von jemandem namens Calzelmo in Markart. Calzelmo. Die Mauern der Akademie ist viel Wissen angehäuft. Calzelmo in Markart. Calzelmo in Markart. Wo ist denn das Ding? Ja. Im Camp, es ist bla 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 bla. Ich habe in der Kriegsjungfer Zauberhandschuhe gekauft. Okay. Okay, ich soll meine Handschuhe jetzt an den Typen verkaufen. Woher auch immer der wusste, dass ich die Handschuhe gekauft habe. Komischer Typ. Ich glaube, das ist der Typ, der die Zwerge untersucht. So, und ich soll jetzt hier einen Feueratronach beschwören. Habe ich nichts dagegen, wollte ich so mal machen. Die Akademie. Hoppla. Jetzt hier etwas zurück. Sehr gut gemacht. Ich glaube, ihr werdet die Akademie hervorragend ergänzen. Willkommen, Lehrling. Ich führe euch über die Brücke. Danke. Sobald ihr drin seid, solltet ihr mit Mirabelle Erwin, unserer Hochmagierin, sprechen. Jawohl. Folgt mir. Das ist jetzt mein Atronach. Die würde ich jetzt immer mal wieder beschwören, einfach weil die Dinger halt cool sind. Ja, lauf weiter. So, und dem gebe ich die Nummer 6. Ah, jetzt ist das Tor offen. Ich soll nicht mit dem reden, sondern mit Mirabelle. Meine Worte waren recht eindeutig. Ja, natürlich. Ich versuche nur Hi. Ein weiterer Neuzugang. Ja. Nun, zuerst braucht ihr dies hier. Ich führe euch kurz herum und dann bringe ich euch zu eurer ersten Unterrichtsstunde. Seid ihr bereit? Ihr mögt es gewohnt sein, dass das Kaiserreich auf jeden eure Wünsche eingeht. Doch hier... Ja, damit ihr euch hier ein wenig zurechtfindet. Seid ihr bereit? Ja, bitte, für mich jetzt gleich rum. Blöder Talmor. Warte, ich muss mich ja noch umziehen. Wann habe ich die Robe geklaut? Egal. Wir tun jetzt einfach mal so, als wären wir hier ein Angeworbener. Das ist die Halle der Elemente. Vorlesungen, Übungen und allgemeine Versammlungen. Gott, bin ich hässlich. Das Arkaneum liegt über der Halle und darüber befinden sich die Räumlichkeiten des Erzmagiers. Okay. Technisch gesehen leitet der Erzmagier die Akademie. Doch das ist der da? Verpflichtungen nehmen ihn häufig anderweitig in Anspruch. Ja, Verpflichtungen. Wenn ihr mir jetzt bitte folgen wollt, zeige ich... Ihr seid neu hier, oder? Wir haben uns noch nicht unterhalten. Dann möchte ich mich gern... Ich bin Savos Ar. Ich bin sehr zufrieden, dass hier nahezu alle Aspekte der Magie... Aber ich kann und werde keine Forschungen oder Experimente gutheißen, ja, die Mitgliedern der Akademie Absicht... Verstehen wir uns? Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Leider mussten wir aufgrund einiger Probleme mit den Nord strengere Zugangskriterien einführen. Wir rechnen eigentlich nicht mit Gewaltausbrüchen, aber dem stimme ich überhaupt nicht zu. Oh, dem stimme ich überhaupt nicht zu. Also irgendwie ist der komisch.
Der wollte nicht, dass ich den Zauber benutze. Lauf schneller! Unsere neuesten Mitglieder werden hier in der Halle der Bekräftigung untergebracht. Bitte senkt eure Stimme, solange ihr dort drin seid, denn es kann immer vorkommen, dass jemand gerade an einer Forschung oder einem empfindlichen Experiment arbeitet. Okay. Los, mach auf. Hall of Attainment. Ich glaube, mein Antonarch war hier gerade im Weg. Jetzt zeige ich euch eure Unterbringung. Ihr teilt euch die Räumlichkeiten mit euren Mitlehrlingen, die ihr schon bald kennenlernen werdet. Hier seid ihr untergebracht. Das sind euer Bett und euer Tisch. Ihr nehmt Rücksicht auf die anderen. Gehen wir jetzt zurück zur Halle der Elemente. Dort finden sich die meisten Mitglieder zu Vorlesungen und Studiengruppen zusammen. Cool, dass wir hier Zutaten umsonst kriegen. Den nehme ich auch mit. Magierhandschuhe, haben die irgendeinen Zauber drauf? Nee. Die Magiker regeneriert mit meiner Maske besser. Dann lasse ich die doch einfach an. Raus mit dir. Ja, komm. Ich hasse so Führungen mit NPCs. Wir haben einen unserer angesehensten Zauberer. Lady, habt ihr Ektoplasma im Fensterrahmen hängen? Vorsichtig! Kann ich den die Klippe runterschmeißen so? Eigentlich schon. Kann ich da jetzt rein oder muss ich weiter warten auf... Wo ist sie jetzt hin? Da ist sie. Der ist vermutlich schon dabei, die neuen Studenten zu begrüßen. Geht nur hinein. Danke, sie hat hineingehen gesagt. Ah, das dauert immer so lang. Und das hier wird genauso lang dauern hier. Deswegen wird das jetzt eine längere Folge, aber ihr könnt jetzt schon gehen. Willkommen. Ernsthaft. Wir wollten gerade anfangen. Bitte bleibt doch und hört zu. Ja. Also, wie ich sagte, zunächst einmal geht es darum zu verstehen, dass Magie ihrem Wesen nach flüchtig und gefährlich ist. Wenn ihr sie nicht kontrollieren könnt, kann und wird sie euch vernichten. Ich glaube, das wissen wir alle recht gut. Wir wären nicht hier, wenn wir die Magie nicht kontrollieren könnten. Natürlich, meine Liebe, natürlich. Euch allen ist ein gewisses Talent angeboren. Das stelle ich nicht in Frage. Ich spreche aber über echte Kontrolle, die wahre Beherrschung der Magie. Die muss man über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, üben und studieren. Auf was warten wir denn noch? Fangen wir an. Bitte, bitte. Genau das meinte ich. Eifer muss durch Vorsicht gemildert werden, sonst ist eine Katastrophe unvermeidbar. Aber wir sind doch gerade erst angekommen. Ihr wisst noch gar nicht, wozu wir imstande sind. Warum gebt ihr uns nicht eine Chance zu zeigen, was wir tun können? Ihr habt bisher nichts gesagt. Was meint ihr? Was soll... Ach ja? Seht ihr? Er gibt uns recht. Warum zeigt ihr uns nicht etwas? Also gut, lasst uns zur Ruhe kommen. Wir sind doch ruhig. Wenn wir noch ruhiger sind, schlafen wir ein. Um bei unserem Thema der Sicherheit zu bleiben, beginnen wir mit Schutzzaubern. Schutzzauber sind Verteidigungszauber, die Magie blocken. Ich werde euch allen einen Schutzzauber lehren. Und dann sehen wir, ob ihr ihn erfolgreich anwenden könnt, um einen Zauber zu blocken. Einverstanden? Würde es euch etwas ausmachen, mir bei der Demonstration zu helfen? Seid ihr mit Schutzzaubern überhaupt vertraut? Dafür gibt es diesen Unterricht. Wenn ihr euch bitte dort drüben hinstellt. Jetzt muss ich hier einen Schutzzauber nehmen, oder? Wo ist denn der? Hier, Steinhaut, oder? Dann werde ich einen Zauber gegen euch wirken. Und ihr, würde es euch etwas ausmachen, mir bei der Demonstration zu helfen? Seid ihr mit Schutzzauber? Dort hinüber, bitte.
Direkt mir gegenüber. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Tier? Jetzt wirkt den Schutzzauber und haltet ihn aufrecht. So, und jetzt? Oder meint ihr leichter Schutz? Ihr müsst euren Schutzzauber aufrecht halten. Hab ich doch. Sonst wird es nicht funktionieren. Ich möchte euch nicht wehtun. Ja, komm. Direkt mir gegenüber. Ich bin dir gegenüber. Nicht, dass jemand in den Weg gerät. Jetzt wirkt den Schutzzauber und haltet still. Sehr gut gemacht. Nun, ich glaube, das ist ein ausgezeichneter Anfang. Möchte, dass ihr alle weiter Schutzzauber übt. Deswegen hasse ich diese Quest. Jetzt sollten wir einmal ein paar der verschiedenen Anwendungen von Magie im Laufe der Geschichte erforschen. Die Akademie hat eine faszinierende Ausgrabung in den Ruinen von Saartal hier in der Nähe begonnen. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, etwas zu lernen. Ich schlage vor, wir treffen. Vorsichtig! Die Akademie Ciao. Ist eine Kuriosität hier im Himmelsrand. Jetzt können wir uns nämlich in Saartal treffen. Bis zum nächsten Mal.